Q8 auf dem Schrottplatz. Womit machen die denn das meiste Geld hier? Also wenn die so mit der Innenausstattung umgehen, sind 10.000 Euro. Noch ein Tacho. Braucht jemand ein Tacho hier für ein R8? Never lose hope in your Lord. Times I was lost in my thoughts, but what do you get from stress that's good for your health? Tell me, cause I wanna know more. I never felt peace till I went through war. I never felt peace till my head's on the floor. Had to break bad ways trying to change to the core. Now I see more clear that I talk to my... So, meine Freunde, ihr seht schon, das ist unfassbar, was hier alles rumsteht. Ich schau mal, was ich hier noch so finde. Ich sehe gerade hier einen Schrottplatz. Ich traue meinen Augen nicht. Was da für Fahrzeuge, was ich da jetzt schon gesehen habe. Ich zeige euch die Fahrzeuge einfach und schaut euch das an. Ich bin sprachlos. Ich bin einfach sprachlos. Wir haben hier einen RS3, einen GT4, R8, A8 Langversion. Also das hört hier nicht auf. Porsche, noch ein Porsche, VW T-Roc. Wir haben hier alles Mögliche. Audi, was hat der hier alles? Audi, Porsche, VW. Geht alles in eine Richtung. Porsche Panamera Turbo. Guck mal, wie der GT4 hier bitte aussieht. Also wenn jemand ein Ersatzteil hier braucht, zumindest von der Innenausstattung. Ein paar Sachen sind auf jeden Fall da. Schalter. Der kann sich melden, ich schicke euch den Standort. Noch ein schöner Porsche. Ein schöner R8. Das hört hier nicht auf. Das hört hier nicht auf, meine Freunde. Tiguan. Das sind auch noch alles neuere Fahrzeuge, ne? Das sind jetzt keine, wie bei uns, ihr kennt das in Deutschland auf dem Schrottplatz. Nur noch so Abwrackprämien. Hier sowas. Das ist so, das findet ihr bei uns auf dem Schrottplatz. Aber hier sowas, was ich hier gerade sehe. Ne, so R8, Porsche Boxster, das wäre schon zu viel. Ja, der GT4, der hat mich ja komplett, komplett hops genommen. Nagelneue Fahrzeuge, also das sind alles hier 2020er Jetta, VW Jetta, kennt ihr den? Gibt es ja kaum mehr bei uns. Hier werden die viel mehr gefahren. Alter, was ist hier passiert? Porsche Cayenne S, A8 Langversion. Ich verstehe das nicht. So schöne neue Fahrzeuge, die landen einfach auf dem Schrottplatz direkt. Also bei uns hätte man alles versucht, glaube ich. Der ein oder andere hätte wahrscheinlich das Fahrzeug nach Polen geschickt, irgendwie dort versucht zu retten oder sonst wohin. Was ist das denn hier für ein R8 oder was ist das? Ein R8, ne? V10, da habt ihr noch einen Tacho. Braucht jemand ein Tacho hier für ein R8? Da habt ihr einen schönen Tacho. Und mal schauen, vielleicht hätte man jetzt hier gesehen, wo die Nadel stehen geblieben ist, aber null. A7, 3 Liter. Schauen wir uns nochmal den Porsche Macan an. Der sieht ja eigentlich noch fit aus. Der sieht noch fit aus. Hat der vorne was gehabt? Hat der hier einen Wasserschaden gehabt oder was? Ist das Ding im Wasser gewesen? Der ist von innen auch geschimmelt. Also Karosse sieht eigentlich okay aus, ne? Schöner S7, schöner S3. Jetzt sehen wir von innen an. Boah, ist zu schade. So schade. Ja, mal schauen, ob der Motor noch drin ist. Was hat der denn? Ist auch noch drin. Der Motor ist auch noch drin. Im ersten Blick sehe ich nicht, dass der einfach einen Motorschaden oder was. Warum steht der hier? Warum steht der hier? Also wegen dem Motorschaden. Wenn der wirklich wegen dem Motorschaden hier steht, verstehe ich die Welt nicht mehr. Weil. Da ist nichts offen, kein Airbag oder sowas, der wird nicht, also der sieht mir nicht aus, wie einen Schaden gehabt hätte. Sitzbank, hat da irgendwas hinten? Was ist denn da passiert?
ist mit den Sitzen hier passiert? Also, ich habe jetzt mal für den S3 hier gefragt. Der hat jetzt hier da rechts eine Tüne Delle. Steht auch schon bestimmt sehr, sehr lange hier. Und der hat keinen Unfall gehabt, der hat einen Wasserschaden. Da ist wohl Wasser irgendwie eingetreten, wie der das geschafft hat, keine Ahnung. Aber der meint, der hat auf jeden Fall keinen Motorschaden. Und der will dafür 40.000 Dirham, das sind 10.000 Euro. Ich weiß nicht, was so eine Reparatur hier kostet. Komplette Ausstattung einmal austauschen und dann natürlich schauen, ob der Motor und das Getriebe noch in Ordnung sind. Das muss man auch alles nochmal checken, aber 10.000 Euro S3, wenn man den kostengünstig hier fertig machen kann. Ersatzteile, wie ihr seht, haben wir hier ohne Ende, ne? Und er hat mir jetzt 10.000 gesagt, also ohne Verhandlung, ne? Also wenn ich ihn jetzt irgendwie einen Preis raushauen würde, würde er wahrscheinlich den auch viel günstiger abgeben. Scheint, wir vermissen definitiv nur. Also ich weiß ja nicht, wie weit der unter Wasser war. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann vielleicht. Machen wir mal die Tür auf. War der komplett unter Wasser oder was? Ne, also so wirklich einschätzen kann ich den hier nicht. Also ich bin mir sicher, dass man vieles, vieles hiervon gebrauchen könnte. Also, naja. Die haben wahrscheinlich ihre Kohle schon rausgeholt aus den Autos. Oder aus den meisten Autos. Lass uns mal nochmal gemeinsam den RS3 anschauen von innen. Wie der aussieht. Airbags ausgelöst. Alle Airbags offen. Guck mal, der schöne Audi hier. Also das ist alles Geld, was hier liegt. Alles, was ihr hier seht, ist Geld. Aber es wird irgendwie, ja, ich weiß nicht, womit machen die denn das meiste Geld hier? Also wenn die so mit der Innenausstattung umgehen, das ist hier bei uns unvorstellbar. Guckt euch das mal an. Das Navi, das ist alles, boah, das ist alles Geld. Womit machen die denn das meiste Geld an solchen Fahrzeugen? Wenn die so mit den Ersatzteilen umgehen. Ne, hier brauchst du zum Beispiel, keine Ahnung, war das hier, war der Q7 hier? Oder was ist das hier, R8? Ach, keine Ahnung, also die machen auf jeden Fall ihr Geld, sonst würden die hier nicht überleben, ne? Aber ich finde das sehr traurig, wie mit der Innenausstattung hier umgegangen wird. Hier einfach Sachen reingeschmissen. Ne? Jetzt ich bräuchte zum Beispiel hier die Rücksitzbank. Da könnte ich mir abschminken. Oder das Navigationssystem hier vorne. Das ist auch alles viel zu schade, finde ich. Ich bin, wie gesagt, sprachlos. Verwundert aber auch, wie viele Ersatzteile hier ja gar nicht geschätzt werden, die Innenausstattungen und so weiter. Also da werden einfach Sachen reingeschmissen. Guckt mal hier. Dann könnte ja jetzt sein, dass jemand kommt und an die Sitze hier interessiert wäre. Aber vielleicht ist es für die nicht so interessant. Guck mal hier. Q8. Q8, meine Freunde. Q8 auf dem Schrottplatz. Ja, selbst für Q8 kriegt ihr hier Ersatzteile. Porsche, Audi A1. Es ist definitiv traurig, dass die Fahrzeuge hier stehen. Aber wie gesagt, es ist auch super, dass man hier an solche Ersatzteile rankommt. Schauen wir uns mal hier die Motoren an. Die haben hier alte Motoren. Also brauchst du dir echt keine Sorgen machen hier, ne? Airbags. Ja, sowas in Deutschland zum Beispiel unvorstellbar. So einfach Airbags hier liegen lassen.
darfst du, glaube ich, aus Sicherheitsgründen schon gar nicht. Weil die aufplatzen können oder sonst was. Ja, aber hier herrschen halt andere Gesetze. Ist alles ein bisschen lockerer. Guck mal hier. So. Hier habt ihr noch ein paar zerlegte Motoren noch. Getriebe. Das ist heftig. Also. So, das war's für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren. Ansonsten verbleiben wir bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Freunde.